Wir waren auf der Seminarreise in Mexiko, Mexico City. Und das war interessant, weil das eine, da will ich eine Episode erzählen, weil das hat auch viel mit dem, was ich heute mit über Zahlen spreche. Zahlen sind wie Bilder, das mit dem klar machen. Es ist nicht wie Worte und nicht wie Texte, sondern Zahlen sind Bilder. Und das heißt, es ist etwas Visuelles, so wie wir das diskutiert haben, es ist nicht auditiv und es ist nicht gesprochen. Zahlen ist das Visuelle, analytische, es hat mit Licht zu tun, mit Aufklärung, mit Sherlock Holmes, mit der analytischen Wissenschaft und so weiter. So, und jetzt in Mexico City, das ist eine ganz anders als hier. Und das habe ich das erste Mal auch so erlebt in Südamerika, war ich noch nicht wirklich intensiv. Und das ist eine katholische Umgebung. Und da sind die Verhältnisse in dem Sinne, wie wir das immer erklären, zwischen Zahlen, also zwischen Arithmetik und der Geometrie, anders als wir das hier kennen. Also was wir hier in der Schweiz haben, in einer protestantischen Umgebung, ist tendenziell als die Geometrie primär. In dieser katholischen Umgebung sind die Zahlen primär. Da ist die Arithmetik primär. Und das äußert sich in einer interessanten Geschichte, die wir waren dann an einem Abend in so einer, in so einem Wrestling. So. Nicht super professionell, so wir waren alles sehr lustig, unglaublich viele Leute, alles sehr, sehr laut. Und dann sind das Leute aus der Nachbarschaft, also aus dem Mexico City ist ja dreimal so groß wie die ganze Schweiz. Und dann waren wir ja verschiedene Orte. Und diese Helden, die da auf der Bühne stehen, die sind aus der Nachbarschaft. Die haben ja Freunde aus der Nachbarschaft mitgebracht. So, dann spielen die. Sind die verkleidet, entweder als super Hipster, so ein Monster, oder einer war der, ist ein berühmter Putzmann, so ein Monster, der Müller fuhr und so weiter. Bringen halt die Helden mit, ihre Fans mit. Und dann gibt es eine Gruppe von zwei oder vier, die dann schöne, großgewachsene Männer, die dann ja, wie griechische Götter auftreten, solche. So. Und dann hauen die sich rituell, machen diese akrobatischen Übungen, versuchen sich dabei nicht zu verletzen. Und dann ist das so, dass, weil die nicht professionell sind, dass man sagt, ja, das ist ja alles nur Fake, gehen Sie mal in diese Banden rein, wieder zurückkommen. Und gehen in den Doppel, dann kommen wir da eine Strecke, dann machen wir runter viel zu früh, weil man das dann sieht und so weiter. So. Manche waren dann besser, manche waren besser. Auf jeden Fall ist das, dauert das 3 Minuten und dann sieht man diese Fehler nicht mehr. Das ist interessant. Sondern man versteht die Geschichte von den Leuten. So, dann ist das inszeniert und dann treten die auch oft gegeneinander an und dann immer die einen auf der einen Seite, die anderen sind sicher 1000 Leute da gewesen, größer als mehr. So, und dann gewinnen die, weil das nach irgendeiner Choreografie so geht und nächstes Mal gewinnen dann die anderen und so weiter. So, das ist einfach eine ritualisierte Art, wie das geht. So, das fand ich jetzt lustig, wie das ist. So, man hat dann Helden auf der Bühne stehen, das sind wenige, das ist überspitzt, das ist eine gespielte Brutalität und es ist sehr schwierig herauszufinden, dass das am Ende kein Fake ist, sondern die wirklich Konflikte auf die Art und Weise symbolisch austragen zwischen ihren verschiedenen Nachbarschaften und so weiter. Und das aber ritualisiert machen. Das ist auch das, was ich glaube, was im Barock beim König Ludwig, beim Sonnenkönig und so weiter passiert ist, nach dem 30-jährigen Krieg. Die große Erfindung vom Barock ist, dass man quasi sowas wie Leute, Lobbyisten, an den Hof geschickt hat von den verschiedenen Ständen, Orten und so weiter, damit sich die rituell politisch die Dinge aushandeln konnten, damit man
vor Ort nicht morden möchte, überfallen möchte, um Konflikte zu verhindern. So, da gab es den 30-jährigen Krieg, das waren 30% der Bevölkerung in diesen Gegenden nach 30 Jahren ermordet, sind dann erschöpft und sehen, dass man diese Konflikte nicht lösen kann auf eine rationale Art und Weise. Also auf das kann keiner recht haben. Seitdem gibt es die Trennung zwischen Kirche und Staat, was im Übrigen wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass zum Beispiel die Kirche nicht in der Juridik und der Polizei Gewalt des Staates liegt. Deswegen diese Affronts mit den gegen die Kirche oder diese Dinge, dass man da anfängt, das ist nicht gerecht und so weiter, dass man einen staatlichen Zugriff in die Kirche, das ist Ergebnis. Also die Kirche sagt nicht, was im Staat passiert, der Staat sagt nicht, was in der Kirche passiert ist. Und sie gehen, wenn sie in eine Kirche gehen, kann die Polizei dann nicht fangen. Das ist ein freier Raum. Was im Übrigen die Universitäten bis vor kurzem auch war. Alle Universitäten waren rechtsfrei. Also mit einer Räume mit einer eigenen Theorie und man konnte sagen, was man wollte. Es waren Freistädte. So, was heute schwierig wird. Und Sie sehen, wie das auch im Moment zuzieht in den ganzen Diskussionen. Aber die Universitäten waren Freistädte. Sie hatten eigene Regeln, die eine andere Zielsetzung hatten, wie das öffentliche Leben draußen. So, und dort jetzt, eben in dieser barocken Manier, das fand ich dann sehr lustig, dass diese Protagonisten, diese Helden oder die Lobbyisten anfangen, da nach bestimmten Riten das zu spielen, Konflikte offensichtlich auszuspielen und so weiter. Viele Leute da sind und machen Riesenspektakel, schmeißen ein Bier rum und das ist unglaublich. So, und dann, was ich zum Beispiel erschütternd fand, oder beziehungsweise was ich nicht verstanden habe, und ich glaube, das ist ein Indikator, ist, da war zum Beispiel so ein Limutaner da, der war so ein kleiner Gnome. Und der war auch wie Superman verkleidet. Den haben die alle immer weggekickt. Niemand hat irgendwann Pardon gehabt. Und der kam immer wieder und macht dann auch so ein Theater, ne? Also ein Theater. Schüttelt sich immer wieder, kommt immer wieder, wird immer wieder runtergekickt. Und zwar von allen Parteien. Der hat niemals irgendeinen Blick bekommen. Und das können die Leute grünen. Das ist unglaublich. Und sie sehen, das ist ein Set, das kann ja nicht sein, dass sie den nicht mögen. Das sind aber Spiele und Setups, die, glaube ich, die fand ich sehr bezeichnend für das, was ich Ihnen erzähle. Also was der Unterschied zwischen Arithmetik und Geometrie ist. Geometrie macht sauber. Und das gehen sie her und sagen, ich setze Dinge durch, die, von denen wir denken, dass sie gut sind, und dann vernichten sie, was ihnen nicht in den Kram passt. Das ist das, was für mich zum Beispiel sehr, ich bin Katholik, sehr unbegreiflich ist an den heutigen Diskussionen. Dass Dinge, die nicht in das Schema passen, wirklich tendenziell vernichtet werden. Also denen wird abgesprochen, dass sie da sein dürfen. Wird sauber gemacht. Das ist Geometrie. So, und dann ist das offensichtlich jetzt, und da fand ich jetzt sehr klar in Mexiko, an vielen Geschichten, und das ist eine sehr eindrückliche Geschichte. Da geht es offensichtlich so, dass man wie diesen Gnomen diese Dinge, also die Dämonen, positiviert. Und das, irgendwie geht man davon aus, dass man sagt, man kann nicht verstehen, was die Menschen machen. Gucken wir doch, dass wir verstehen, was wir alle nicht wollen. Gucken wir doch, dass wir nicht das Gute rationalisieren, sondern das, was wir alle schlecht finden. Gucken wir doch, dass wir die Dämonen versuchen zu rationalisieren, damit wir Freiraum kriegen, uns zu bewegen. Das wäre Arithmetik. Diese Dinge kommen immer so auf, an verschiedensten Stellen. Und ich finde immer, dass diese Vorstellungen, wie wir heute jetzt auch über Zahlen wieder reden, das heißt, ich erzähle Ihnen jetzt ein Schema, was zu Mexiko passt, was hier schwer hinpasst, also was hier nicht adäquat ist, aber Sie sehen, dass man über diese Mathematik ein Verständnis in diese Symmetrie reinkriegt.
nicht sein, dass sie den missachten. Wir können es aber nicht lesen. Und das fand ich bemerkenswert. Und um diese Dinge geht es. So, es gibt hier das, was ich Ihnen hier. Oder lassen Sie mich. Gehen wir hier Übung eben kurz vormachen. Also, ich möchte wieder, dass Sie ein bisschen üben, Fingerübungen machen und in Länder. Ich möchte, dass Sie eine Animation machen. Und Sie können das auch mit Simulation von Physik. Da gibt es Tutorials im Internet und ich mache Ihnen das ganz kurz vor, weil das ist auch hier überraschend einfach, eingängig, die grundsätzlichen Prinzipien. So, wir haben hier wieder die Umgebung, machen hier einen Cube, setzen den hier rauf. So, jetzt haben wir hier ein Objekt. Lassen wir mal, machen wir noch ein Ding, eine Plane, machen die gerade 3 groß. So. Jetzt haben wir hier ein Objekt. Das ist jetzt im Raum angeordnet. Und Blender gibt Ihnen die Möglichkeit, dass Sie das auch in der Zeit anordnen können. Dafür falten Sie das hier auf. Es gibt hier jetzt statt der 3D-View, wo wir jetzt sind, hier eine Timeline. Und das ist die Zeitachse. Die ist aufgespannt in Frames. Das Auge kann 24 Frames pro Sekunde, findet das einigermaßen flüssig. Die sehr guten Fernseher heute, die machen dann 100 Hertz, so, die machen das 100 Mal pro Sekunde, damit das alles super smooth geht. Aber hier müssen Sie einfach jetzt rechnen, das müssen Sie 24 Bilder pro Sekunde, Sie können es auch schneller machen, also mehr Bilder pro Sekunde machen, aber hier 250, so machen wir, sagen wir mal 96, dann sind das 4 Sekunden. So, und wenn ich jetzt hier laufe, dann ist das der aktuelle Zeit, hier ist die Sekunde. Und es passiert nichts, ja? Okay, halten wir es an, das versteht man alles. So, was Sie jetzt tun können, ist, dass Sie alle Eigenschaften von den Objekten, alle Eigenschaften animieren können. Alle Farben, alle Materialien, alles, was Sie mögen, groß, klein machen, was immer Sie möchten. Jegwede Form von Komposition und so weiter, können Sie, alles, was Sie hier einstellen können, können Sie animieren. So, und das geht so. Jetzt verschieben wir einfach das Ding hier. So, Sie sind jetzt auf der Sekunde 0 oder nee, 1 hier, nee, auf dem Frame 1, das ist hier. Und jetzt sagen Sie, an diesem Frame möchte ich gerne, dass dieses Objekt, das ist hier das Objekt, hier steht. Und dann klicken Sie nicht darauf, sondern sagen jetzt einfach I, dann wird das gelb. Hier kommt ein gelber Balken. Und das heißt, an dieser Stelle ist dieses Objekt mit diesen Parametern. So, wenn Sie jetzt auf die Sekunde, können Sie verschieben, gehen Sie jetzt auf die Sekunde 96, Frame 96, dann ist das, sind die Parameter jetzt vererbt, die sind grün, das heißt, weil ich nichts geändert habe, hängt das an diesem Frame, ist nicht absolut, diese Werte sind absolut, die Drehungen in diesem Fall, aber die Verschiebung ist relativ, ist fixiert hier. Jetzt kann ich das hier verschieben. Und sagen, das soll ein neuer Keyframe sein. So. Wenn ich es jetzt laufen lasse, fängt er an, sich zu bewegen. Interpoliert. Sie können sich das hier anschauen mit dem, was haben wir denn hier? Hier sehen Sie die Kurven, die können Sie auch wieder editieren, das ist die Kurve. Das heißt, in dem Fall hier fängt er langsam an zu beschleunigen und hört langsam auf, bremst langsam ab. Das können Sie alles einstellen, das ist vom Prinzip her, das können Sie für X, Y, Z unterschiedlich machen. Und wenn Sie diese Animation nun löschen wollen, dann gehen Sie in den Dope. Und dann können Sie das hier auch normal editieren. Lassen wir mal hier
können Sie selektieren, sagen B, selektieren diese Dinge, machen sagen X, delete the keyframe und dann ist es wieder weg. Sie können diese Keyframes nur in diesem Dope-Editor wegmachen. Machen wir sie wieder hin, gehen auf unsere Timeline und haben das hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel das in der Kurve machen wollen, dann gehen wir hier zum Beispiel auf Frame 48 und bewegen ihn 1 hier, machen wieder X und dann bewegt er sich jetzt in Kurve. So, einfach. So, wenn Sie Farben ändern wollen, dann geht das genauso. Sie können jetzt den Cube hier nehmen, geben dem ein Material, sagen ein neues, immer unser Principal, geben dem, ja, jetzt müssen wir ihn anhalten. Am Anfang hier haben wir das hier, geben dem Rot. Das ist jetzt das Material, was animiert wird. Und das Material ist ja zugeordnet zu diesem Objekt. Das ist jetzt an Frame 1 ist das Rot. Das kann man nur sehen, die Animation von Farben, wenn sie im Renderer sind. So, haben wir das hier. Und setzen den hier wieder, nicht draufklicken, aber Maus drüber, I. Und jetzt kriegen Sie da den gelben Rahmen. Das ist das gleiche wie hier. Das heißt, das jetzt gelingt. Machen wir eine Lampe, eine Sonne daher, dann sehen Sie jetzt, das ist so, die Sonne noch ein bisschen weichen Schatten. So. Okay. Gehen wir jetzt hierher, wandert jetzt hier hin. So. Jetzt haben wir wieder das Material, gehen wir hier auf den Cube. Da sehen Sie die Keyframes von dem Cube. Hier sind wir wieder 96. Hier sagen wir, dieses Material und alle Objekte, die mit dem Material verknüpft sind, soll jetzt grün werden. Keyframe. Und wenn wir jetzt gehen, animiert das alles. Banal, ja? Wenn Sie es drehen wollen, gehen Sie hier. Und sagen, der soll um die Z-Achse sich einmal so ein bisschen, sagen wir 90 Grad drehen. Keyframe. Und ah. Okay, weiß nicht warum. Also falsche Achse, ne? Gucken, was dann passiert. Und okay, lassen wir es. Sie wissen was. So. Ja, so geht es. Nächstes ist Physik, das sind dann die Kapitel, das ist jetzt 13.1, 13.2, als Referenz habe ich Ihnen da zwei Tutorials gemacht. Die 14.1, 14.2 geht dann über Physik und Simulation. Machen wir das auch nochmal. So, Cube. So, und jetzt müssen Sie hier auf der Szene die Gravitation hier einstellen. Und wenn Sie jetzt das Ding, sagen wir mal auch hier, machen wir 48, also 2 Sekunden. So, jetzt ist da Gravitation. Wenn ich das dem Ding jetzt auf den Physikknopf, wenn ich sage, das ist ein Rigid Body, dann fällt er runter.
Hier müssen Sie sagen, wie die Hülle ist, und dann braucht er weniger rechnen, wenn Sie ihm sagen, das ist eine Box, dann weiß er das. Wenn Sie dann kollidieren, dann braucht er nicht so lange rechnen. So, jetzt fällt er einfach runter. Gut, ist aktiv. Machen wir eine Plane. So, lassen das laufen. Jetzt sind wir an der Plane. Jetzt fällt er da durch, weil es kein Rigid Body ist. Sagen wir, das ist jetzt ein Rigid Body, fällt die auch runter. Sagen wir, die Plane ist, die müsste jetzt auch hier keine Konvexion, das ist wieder ein, um es ihm einfacher zu machen, ist eine Fläche. 1 Kilo, alles gut, kann auch 5 Kilo sein. So, und jetzt sagen wir, die Plane soll passiv sein, die soll sich nicht bewegen. So, dann bleibt er darauf liegen. Es sei denn, ich setze ihn, jetzt muss ich hier den Cube machen, ich setze ihn drauf. Wenn ich jetzt fahre, dann patscht er runter, dann fällt er runter. Jetzt kann ich den Cube Bouncing machen. Und die Plane auch. Also eine gewisse Elastizität machen. Ja? So. Gut. Sie verstehen, wie es geht, ne? So, und jetzt? Okay. Jetzt machen wir hier die ein bisschen größer, 2. Und jetzt kann ich den da mehr Bouncing machen. Jetzt können wir hier das Ding ein bisschen größer machen. Das ist Physik. So, es gibt ein Beispiel, wo ich so einen Jenga-Turm gemacht habe, der komplett zusammengefällt. Wunderbar, ein großes Spektakel. Und es gibt so einen Billardtisch, den ich gemacht habe. Da fahren Sie mit der Kamera hinter der Billardkugel her. Das zweite Beispiel, ja? Und die titschen auch alle richtig auf dem Billardtisch. Wunderbar. So, jetzt rendern Sie das und dann haben Sie ein schönes Ergebnis. All das ist, sehen Sie, vollkommen intuitiv und klar, dass sowas geht. Und jetzt möchte ich gerne, dass Sie eine kleine schöne Animation machen von 10 Sekunden und fertig. Nur, dass ich sehe, dass Sie ein bisschen üben in diesen Dingen und etwas Geschick entwickeln. Das ist die zweite Übung. Gut. So, Zahlen. So mache ich das jetzt mit allen Medien. Wir hatten das jetzt mit Bildern. Wir können das mit Tönen machen, wir werden das mit Grafiken machen, wir werden das mit Graphen machen, dass sie Stadtpläne und so weiter haben, kürzeste Wege finden und all solche Dinge, 3D-Grafiken und so weiter. So, wir werden Geodaten machen, also geografische Daten und so weiter. Das sind alles Medien, die Sie in Mathematiker behandeln können. Texte haben wir jetzt ja exzessiv letztes Semester gemacht. Und so ist es mit Zahlen eigentlich auch. So, und was ich Ihnen immer hier zusammenstelle ist, eine Einführung in das Instrument, was Ihnen Mathematiker da anbietet, im Umgang mit Zahlen. Man denkt immer, ja, da kann man 2 und 3 zusammenzählen, und der Taschenrechner hat halt 12 Stellen oder was, dann ist fertig. Zahlen sind eine sehr interessante Spezies. Sie könnten, und das werde ich Ihnen zeigen, was Sie denn mit Mathematiker machen können. Wir hatten eben das mit den Zahlen und dem Bild, das war, glaube ich, die Density Map. Density Plot. Das waren diese Dinge.
dass Sie sehen, das ist jetzt der Sinus und der Cosinus, das sind diese Wellen und das sind nur Frequenzen, zwei Zahlen, zwei Frequenzen, Frequenz 2 in x, Frequenz 2 in y und dann kriegen Sie in diesem Fall phasenversetzt 3 zu 4, kriegen Sie so ein Bild. So, das ist das Bild der Zahl. Bilder nehmen immer Raum ein. Und das, was Sie sehen, ist immer sowas wie eine Resonanz auf einen Raum und die Zahlen halten die Zeit an. Sie können die Zeit drehen, hin und zurück. Sie wissen, die Zeit läuft immer weg und Zahlen halten die Zeit an und Sie können die hin und her drehen. Das sind diese Resonanzen von Zahlen im Raum, mit denen Sie die Zeit festhalten. Das sind Bilder. Und das müssen Sie, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Sie sagen, Zahlen ist für das Auge, es ist die Aufklärung, das ist mit Sherlock Holmes, das ist die analytische Wissenschaft und es sind Bilder. In diesem Sinn. So, das ist jetzt eine einfache Proportion, bildlich dargestellt. Also die, wie die Zahlen den Raum einnehmen und die Zeit anhalten. So, das hatten wir diskutiert, wie man Bilder aus Frequenzen der Frequenzdomäne mit Zahlen beschreibt. So, hier, das sind jetzt, hier sind die Tutorials. Hier zum Beispiel, das kennen Sie mit den die verschiedenen Zahlensysteme. Die Zahl 33 im Zweiersystem ist das hier. Können Sie 100 im Zweiersystem kriegen Sie irgend so ein Bit raus. Das kann Mathematiker einfach. Sie können es auch ins Vierersystem packen, haben die gar kein Problem mit. Sie können auch sehr große Zahlen machen. All das spielt keine Rolle. So. Das ist wichtig, weil wenn Sie die Zahlen immer so als Float haben, wie auf dem Taschenrechner, denken Sie immer, das ist was, ist eine Substanz. Das ist wie ein Strich auf dem Metermaß. Und dann ist die Zahl ein Ding oder ein Partikel. Zahlen sind aber Wellen. Und die Wellen sind geistige, also sind Dinge, die flüchtig sind, die man nicht anfassen kann. Das sind harmonische Sachen. Also wie man den Klang in einem Raum nicht fassen kann, aber hören kann. Oder jetzt über diese Bilder sehen kann. So, und das sind nicht Dinge, die körperlich sind. Und wir betrachten Zahlen immer etwas als was Dingliches, also ein Strich auf einem Lineal oder sowas. Oder dass man eine Perle auf einem Abakus hat. Das sind die Zahlen nicht. Das sind reine Fiktionen, die in der Zeitbeschreibung zulassen, dass man die Zeit vor- und zurückdrehen kann. Das sind Zahlen. Und deswegen sind das solche Viecher. Das sind Dämonen wie dieser Dwarf, dieser Zwerg auf der Bühne. Das ist ganz wichtig. Es hat nicht die Klarheit eines rechtwinkligen Dreieckes, wo alle Sachen geregelt sind. Das sind Viecher, die Zahlen. So, hier sind zum Beispiel alle Hexadezimalzahlen bis im 16er-System. So, dann ist es wichtig, dass Mathematiker Ihnen rechnen als Fraktal. Also Problem haben ist, dass Sie immer, wenn Sie in diesen Computational Numbers rechnen, mit 3,56, mit 12 Stellen und so weiter, nennt man Computational Numbers. Dann, also hier zum Beispiel ein Drittel, wenn Sie das jetzt sagen, n von, dann wird es eine Computational Number, dann kriegen Sie jetzt hier zum Beispiel nur 6 Stellen. Und dann kriegen Sie immer diese Rundungsfehler. Weil dieser Bruch ist immer, sind zwei verschiedene Realitäten. Das eine ist immer eine lineare, das andere ist eine zirkuläre. Das ist immer ein Teil von einem Kreis, der gedrittelt ist. Das heißt ein Drittel. Und da wissen Sie, dass die Kreise immer irrational sind. Und diese Division ist etwas, mit dem Irrationalen zurechtzukommen. Das sind diese dämonischen Sachen. Und wenn Sie das dann ausbreiten auf eine endliche Last, verlieren Sie den Charakter der Zahl und damit auch die Präzision. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, dass nur in wenigen Sonderfällen ein Kreis sichtbar ist.
Deswegen können Linienkreise im zweidimensionalen Raum eigentlich nicht sichtbar schneiden. Die schneiden sich in Unsichtbaren. Eben auf dem Kreis. Aber der Kreis ist eigentlich nicht sichtbar, es ist ein Fake. Das hatte ich Ihnen erzählt. Und so ist das mit den Zahlen auch. Das ist großartig, wenn Sie nicht das platt machen. Das ist wie ein Schmetterling, der nicht mehr, also wenn Sie das jetzt 0,25689 und dann nicht mehr aufhören, das ist wie wenn ein Schmetterling aufgepikst ist und in der Insektenschau steht und nicht mehr fliegen kann. Das ist weg. Also wir haben alle Substanz von den Zahlen weg. So, und was Sie jetzt in Mathematiker tun können, Sie können, anders als woanders, Sie können jetzt einfach damit rechnen. Das ist wichtig. Und da verlieren, die bleiben am Fliegen, die Zahlen. Kein Stress. Kürzt das immer so, wie Sie es gelernt haben. So, Number Form ist das hier. Das ist dieser, jetzt, das sind diese Kürzungen. Jetzt können Sie aber, weil das ja hier ein lebendiges Gebilde, ein irrationales Gebilde ist, was man nicht kalkulieren kann. Das ist auch zum Beispiel, dass man sagt, ja, was ist denn vom Computer berechenbar und was nicht? Also Gödel und ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Hofstetter, Gödel, Escher-Bach irgendwie mal gehabt haben, wo das zelebriert wird, dass Computer ja viele Sachen gar nicht rechnen können, weil sie nicht aufhören und so weiter. Oder dann diesen Unvollständigkeitssatz, dass man sagt, Dinge und Systeme sind immer nur entweder unvollständig oder korrekt. Aber korrekt, unvollständig kann die Welt nicht sein. Man muss immer entscheiden, entweder korrekt oder unvollständig. So, deswegen ist zum Beispiel so ein Ansatz, wie der Club of Rome macht, dass die über die ganze Welt, das heißt vollständig, ein System aufspannt mit einer Formel, für diese Katastrophenformel, die korrekt sein soll, vollkommen Blödsinn. Man kann nicht korrekt und vollständig sein. Man muss immer Grenzen ziehen und innerhalb dieser Grenzen, das ist das Systemische, innerhalb dieser Grenzen kann man korrekt sein. Das heißt, man muss immer Grundannahmen treffen und dann Dinge reinnehmen und rausnehmen und die Dinge, die man rausnimmt, sind dann draußen und gehören nicht zum System. Ansonsten ist das System, nur so kann man ein System fehlerfrei halten. Das, was wir in der Quantenphysik hören und kennen, ist der Ausweg aus diesem Dilemma. Da hat man andere Dilemma, aber das Dilemma nicht. Und das weiß man seit 1880, 1900, ist die Denkweise anders. Deswegen ist das ein merkwürdiges Desaster, was wir mit dem Club of Rome haben. Das ist eine merkwürdige Engführung in komische Argumente. So, jetzt kann ich aber hier als Drittel auch auf 100 Stellen ausrechnen. So, da hat er, haben wir hier. Ah, hier. Auf 100 Stellen. Dann haben wir das. Ich habe 1000 Stellen, aber das hatte ich Ihnen schon mit Pi und so weiter erzählt. Dass, hat er kein Problem, das beliebig genau zu machen. So. Was haben wir hier? Ja, gucken Sie sich das an. Exponentialfunktion kann man direkt mitrechnen. Diese wissenschaftlichen Dingern, man kann mit hier die Primzahlen, das ist auch sehr schön, das sind die ersten 200 Primzahlen, man kann die nächste Primzahl, also das ist jetzt hier eine Trillionen und da sucht man einfach die nächste Primzahl von einer Trillionen und dann muss man rechnen, weil man das ja nicht weiß, aber dann kommt da eine Zahl raus. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Da war ich jetzt ehrgeizig. Na, hier, da ist er jetzt. Okay. Ja? Das sind auch hier mehr als 13. Ja, hier so. Das ist jetzt eine Riesenprimzahl. Dann gibt es Typen. Die Integer, die werden so geschrieben, ohne Punkt. Wir können beliebig große Integer machen.
und sie fragen den Integer immer mit head. Sie fragen bei allen Symbolen, das ist eine symbolische Programmiersprache, Mathematica, was immer sie haben, sie können immer sagen, was, von welchem Typ ist das, was ist das, und dann fragen sie mit head und dann ist das hier. Also wenn sie jetzt hier sagen head von dem, dann sagt das eine Riegelzahl. Genau, das ist eine Integerzahl. Die rationalen, das hatte ich Ihnen erzählt, das sind diese Brüche. Das ist eine rationale Zahl. Die realen sind diese computational numbers. Die wo es eine einfache Mechanik gibt, mit denen zu arbeiten. Und die tollen Zahlen, mit denen wir heute rechnen, sind die komplexen, weil die ähnlich wie jetzt die Brüche, also wie die hier, auch immer 1 von 3. Das heißt, man hat immer ein Ganzes, dann teilt man den Kuchen in 3. Ein Ganzes ist immer ein Kreis, was immer es ist. Dann teilt man das in 3 und dann sagt man 1 davon oder 12 davon und so weiter. Das heißt, man zählt immer im Kreis. Das ist die Rationale. Die Realen, die breiten die Sachen immer aus, bis zu einer bestimmten Genauigkeit. Da haben sie einen Stress mit. Und die Komplexen sind wieder, dass sie kreisen. Das ist eine Zahl, die kann Integer, sind zwei Zahlen, die können Integer, rational oder auch real sein. Und dann haben sie immer den realen Anteil, der ist geometrisch, das ist der Anteil, den man sieht. Und dann haben sie den imaginären Anteil, der dreht. So, und alle Quantenphysik ist damit mit Welle und Partikel. Partikel ist immer real, Welle ist immer der zirkuläre Anteil. Und das, was wir heute haben, ist, dass sie jegliche Form von Messung immer in sich drehen. Und damit passt alles mit allem um die Ecke, was man Manifold nennt und so weiter. Das kann man alles beliebig ineinander verzwirbeln. Das passt immer. So. Das muss ich vorstellen. Sehr, sowas, im Prinzip sind dann sowas wie die Linien und die Geometrien, die sie haben, bekommen eine Farbigkeit. So, das ist das, was ein Regenbogen macht, und der Regenbogen gibt ihnen, je nachdem wo sie sind, eine bestimmte Drehung. Das heißt, eine Linie kriegt eine Farbe mit den komplexen Zahlen. Die wichtigen Dinge oder alle Dinge aus dem 20. Jahrhundert sind Ergebnis dieser Zahlen, der komplexen Zahlen, die immer eine Richtung und eine Drehung haben. So, dann ist klar, hier normale Arithmetik, wie Sie es in der Schule kennen, Addition, Multiplikation, Addition, Klammern und so weiter, alles wie Sie das kennen. Und das Schöne, ich Ihnen gesagt habe, diese rationalen Zahlen, die Brüche, die rechnet er auch selber so zusammen und kürzt die und so weiter, das kann er alles. Sie können es auch beliebig mischen. So, die Präzision hatten wir hier, 1/7, 400 Stellen. Zack. So, Formeln kann man so schreiben. Dafür gibt es hier den Editor, da sind die ganzen Formelzeichen drin. Das sind immer die komplexen Zahlen. 2, das ist der rationale Anteil, der gerade Anteil, den man sehen kann, und der imaginäre, den man sich nur denken kann, weil das der Kreis ist. Und auch das kann er, da gibt es andere Rechenregeln, alles durchkalkulieren. So, dann ist hier die Primzahl, nächste Primzahl zu 100, Frage, ob das eine Primzahl ist, nächste Primzahl hier zu dieser großen, dann kann man jede Zahl in Primzahlen zerlegen, da kommen wir jetzt gleich zu. Dann sehen Sie jetzt hier zum Beispiel diese lange Zahl, das geht auch wunderbar schnell. Wir haben jetzt hier 30 Faktor, das heißt 1 mal 2 mal 3 mal bis mal 30, dann gibt es diese große Zahl und das sind die ganzen Primfaktoren. Also 26 mal die 2, 14 mal die 3 und so weiter. Das ist alles sehr praktisch und schön. Größten gemeinsamen Teiler. So. Größten gemeinsamen Teiler von Brüchen.
und der kleinste gemeinsame Vielfache oder sowas auf Deutsch, ich weiß es nicht. Ja? All diese Dinge, die Sie aus der Schule kennen, sind einfach da. Number Systeme, Binary, das hatten wir vorhin. Und immer wenn Sie dann wissen wollen, was man da lernen kann, ich habe Ihnen da jetzt nur zusammengeschrieben, dass Sie das, was Sie im Prinzip kennen aus der Schule, dass ich Ihnen das aufgeschrieben habe, und dann können Sie jetzt hier weiterlesen, wie das dann geht in der Mathematik. Baseform, Precision, fertig. So, das ist ein Spektrum von dem, was Sie mit Zahlen in Mathematik machen. Hier habe ich Ihnen zusammengestellt Bücher. Das ist ein sehr eindrückliches, recht leicht zu lesendes Buch, Augustus de Morgan, über Magnitude und Multitude. Auf das beziehe ich mich in meinen Unterscheidungen zwischen Arithmetik, Geometrie und so weiter sehr stark. Und das ist sehr gut, sehr einfach geschrieben und trifft den Punkt. Dann George Boole über dieses Zahlensystem, auf den man sich in der Computerei immer bezieht, der aber nichts mit Computern an dem gemacht hat, sondern das sind einfach die Gesetze des Denkens, die er beschrieben hat, über Zahlen, interessanterweise, und über Zahlensysteme. Auch das ist nicht schwierig zu lesen und eindrücklich, wenn Sie das mögen. Das, was das 20. Jahrhundert ausmacht, aus meiner Sicht, der wesentliche Schritt, um zu erklären, was zum Beispiel die komplexen Zahlen sind, was Manifold sind und so weiter, was diese gekrümmten Flächen, die man heute so hat, und all diese Dinge, oder was in der Quantenphysik passiert, und da ist die wesentliche Referenz hier Richard Dedekind. Das ist einer der wesentlichen Wegbereiter in das 20. Jahrhundert, all die Dinge, die passieren, auch mit der Informationstechnik. Hermann Weyl, das Kontinuum, und Whitehead. Das sind aber beides, also hier vor allen Dingen das hier, Whitehead, ist tendenziell religiös, und etwas kompliziert, weil es auch kompliziert, ja. Dedekind würde ich empfehlen, und wenn Sie es wirklich eine gute Einführung wollen, ist das Augustus de Morgan und Boole. Und Dedekind ist sehr relevant. Gucken Sie sich das an. Machen wir ein paar Minuten Pause und dann geht's weiter.